Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero. Vielleicht sogar der letzte Teil dieses Let's Plays. Schauen wir mal. Also, es nähert sich alles doch sehr dem Ende zu. Oh, was haben wir? Hat noch was geblinkt? Ein Geisterstein. Sehr gut. Okay. Ja, es nähert sich alles dem Ende, wollte ich sagen. Ah, gut. Ah, hier ist der Tunnel. Genau, der verbotene Weg. Das ist wohl das andere Stück dazu. Ich kann sie nicht öffnen. Vielleicht ist sie abgeschlossen. Ja, okay. Dann muss ich wohl erst hier noch was machen. Okay, ah, die Haarnadel. Die Haarnadel, genau, die habe ich ja schon gefunden im letzten Teil. Und damit haben wir die Tür entriegelt. Sehr gut. Das war wohl die Haarnadel, der Schlüssel dann dazu. Ja, die Tür ist offen. Normalerweise kann man Haarnadeln ja auch als Dietrich benutzen, wenn man sie geschickt einsetzt. Aber in dem Falle brauchen wir das gar nicht. Oh, ah gut, hier hätte der Tunnel weitergeführt. Verstehe, verstehe. Wow. Ach, die Tür ist nur zugefallen. Nichts passiert. Nichts passiert. Und da, was haben wir da? Kräutermedizin. Okay. Also nicht, dass ich die brauchen würde, aber... Was haben wir da? Geheiligte Seile sind um die Säule gewickelt. Ja, ihr mit euren Seilen immer. So. Da bebt schon wieder alles. Hör doch mal auf damit. Okay. Okay. Oh Gott. Da sind wieder mehrere Geister, glaube ich. Jawohl. Ah, das ist dieser wieder, dieser Oma-Geist, sage ich ja gerne dazu. Wow. Nein, geh weg! Geh weg! Du hässlicher! Oh Gott. Nee, nee, nee. Moment, ich muss schnell. Nee, will ich gar nicht. Nein, zurück. Ich will einen anderen Film nehmen. Und zwar nehme ich jetzt. Diesen hier, den Typ 74. Den Typ 90 hebe ich mir auf. Wow, nein, 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 geh weg, geh weg, 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 weg. Ah, da ist noch einer. Da sind mehrere. Okay. Ich habe keine Angst vor euch. Habe ich dich. Du auch noch, komm her. Habe ich dich. Ja, den habe ich sogar tot geknipst. Yeah. Harter Schuss. Okay, das ist also einmal dieses Skelett und dieser Oma-Geist. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn anders nennen soll. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie er heißt. Ja, yeah, den habe ich. Du gehörst mir. Die Sau gehört mir. Oh, nein, 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 nein. Geh weg. Hässlicher. Hässlicher. So, dich habe ich auch, oder? Jawoll. Yes. Ja, ich werde jetzt zugeschmissen mit Seelen, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, aber gut. Nicht platzen. Ja. Okay. Yes. Finde ich die Broken Neck eigentlich nochmal? Das würde ich jetzt gerne wissen. Was liegt denn hier? Schächtelchen Film. Okay. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich nehme mal ein bisschen Kräutermedizin. Die brauche ich eh nicht mehr. Ja, komm. Machen wir uns voll. Was soll's. Ja, die Grundfunktion habe ich ja alles geskillt. Jetzt könnte ich eigentlich noch... Ach ja, pff. Ja, komm, nimm... Ach, das ist... Nee. Nein, nicht aktivieren. Ach so, das wird immer nur separat. Okay. Nee, das wollte ich gar nicht. Das aktivieren wir mal. Lähmen ist sehr gut. Ja, ich kann immer nur eins davon aktivieren. Von daher macht es das ein bisschen hinfällig, dass ich hier... Ne? Ihr wisst schon. Ich nehme mal wieder den 37er so. Ja, weiß nicht. Also irgendwie ist das ein bisschen Quatsch, dass ich da alle Sonderfunktionen skille. Ich brauche nur eine. Oh, guck mal. Hier vibriert wieder. Ist hier doch was. Da vielleicht? Nee. Jetzt ist das Vibrieren wieder weg. Da! Oh, was ist das denn? Mann unten. Okay. Ein Mann unten. Gut. Oh Gott. Wo geht's denn da hin? Da geht's wieder irgendwo rein. Erstmal das Blinkedings. Notiz. Mafuyes Notizbuch. Okay. Liebe Miku, ich weiß, dass es komisch klingt, aber ab und zu sehe ich dich hier in der Villa. Ich laufe dir nach, verliere dich aber immer wieder aus den Augen. Da muss irgendeine Zeitverschiebung herrschen. So finden wir uns nie.
Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Bist du deshalb hergekommen? Ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Du musst mir helfen. Die Kraft hinter dem Fluch ist eine Frau namens Kirie. Sie wurde in einem Ritual geopfert und ihr trauriger Geist wurde vom Bösen befleckt, das bei der Katastrophe aus der Hölle strömte. Nun ist sie eine erbarmungswürdige Kreatur, die jeden Schaden zufügen will, mit dem sie in Berührung kommt. Anscheinend erinnere ich sie an den Mann, den sie liebte. Das wusste ich irgendwie, als sie mich berührte. Ich will sie nun besuchen, ansonsten wird die Villa immer neue Opfer fordern. Kirie beklagt ihr trauriges Leben, bedauert aber gleichzeitig ihre Pflicht als Jungfrau des Schreins nicht erfüllt zu haben. Ich habe Kirie als Kind gesehen. Sie suchte nach jemand, der ihr hilft, in ihrer anderen gequälten Gestalt. Kirie ist wie ein Mensch, der in zwei Teile gespalten ist. Ach, deswegen. Miku, du musst Kirie helfen, wenn du kannst. Du musst das Höllentor mit dem heiligen Spiegel versiegeln. Okay, ja, mir fehlt noch ein Stück des Spiegels, das ist das Problem. Oh, da liegt ja Gerümpel rum. Ja, wie ich schon vermutet habe, Kirie ist eben einmal als Kindergestalt, die mir hilft unterwegs, und einmal als diese Mehrhändige, die eben alles angreift. Oh Gott. Aha. Ein Pentagon-Raum. Oh Mann. Das Böse. Oh Mann. No. No. Oh mein Gott. Damit haben sie gerade in Stücke gerissen, oder wie? Okay. Ah, oh, die Arme. Wo ist sie denn jetzt? Ah nein, die ist hinter mir, genau. Oh Mann. Aber das war nicht Kirie. Das ist eine andere, oder? Ach du Scheiße. Oh, und ich hab sie wieder nicht gefangen. Oh Mann, ist das übel, sag mal. Warum machen die denn sowas? Da muss es doch einen anderen Weg geben als... Moment, hier rappelt's wieder. Wo ist das denn? Hier irgendwo muss es sein. Ah, ich kann hier nicht weiter. Okay, dann muss ich wohl von der anderen Seite ran. Oh Mann, wie übel. Schaut mal das Blut. Die ist da echt gefünftheilt worden. Oder gevierteilt, weil der Kopf, der dürfte ja nicht einfach so abreißen. Rachegeist. Oh Mann. Das ganze Blut hier. Oh Gott. Also echt, wer so... Oh, wer solche Rituale erfindet, der gehört echt... Steinspiegel habe ich. Ich weiß gar nicht, was die Person gehört, aber... Es ist auf jeden Fall ziemlich barbarisch, sowas. Okay, nee, da scheint nichts mehr zu sein. Dann werde ich doch mal weitergehen. Durch diese Tür? Ja. Sonst geht's ja nirgendwo weiter. Meine Fresse. Oh, was haben wir hier? Kräutermedizin. Ja, ich finde so viel Medizin, aber irgendwie brauche ich sie gar nicht. Oh Mann, dieser Gang. Da. Ah, gefällt mir nicht. Nein! Nein, 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 nein! Gehst du weg! Gehst du! Ja, das ist die wieder. Oh Gott, zieht die viel ab. Hab ich dich. Nein, geh weg! Oh Mann, lass mich doch. Ach du schönes Ding. Nein, 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 nein. Jetzt hat sie mich. Nein! Okay, dann kann ich gleich zurück und mir den Steinspiegel holen. Nein, hörst du auf? Hab ich dich. Peng. So. So, jetzt aber. Yay. Puh. Habe ich sie jetzt gefangen oder platzt sie wieder? Ich hoffe, ich habe sie gefangen. Die wird ja immer fieser, du. Und? Ja, ich hab sie. Tja,
sehr schön. Sehr schön. So, was liegt hier noch? Mafuis Notizbuch. Ich habe an die Kamera gedacht, die uns Mutter vermacht hat, als sie starb. Zuvor gehörte sie Oma Mikoto. Ach, Mikoto? Ah, okay. Sie war anscheinend das Einzige, was sie mitbrachte, als sie von Familie Hinasaki adoptiert wurde. Einige Dokumente hier im Haus berichten von einem Mädchen namens Mikoto, genau wie unsere Großmutter, die eine Kamera mit unheimlichen Kräften fand. Und dann stellte ich fest, dass Mikotos Mutter, die Frau des Folkloreforschers, auf dieselbe Weise starb wie Mutter. Erhängt. Mutter hatte der geisterhaften Macht der Kamera nichts entgegenzusetzen. Sie wurde wahnsinnig und musste diese Welt verlassen. Was nun, wenn das die Kamera wäre, die Mikotos Mutter hatte? Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kamera eine starke Verbindung zu dem Fluch hat, der auf dieser Villa lastet. Okay. Was liegt da noch? Heiliges Wasser. Okay. Nee, ich gehe nochmal zurück, hole mir schnell den Steinspiegel. Ich will es nicht riskieren zu sterben und dann alles umsonst gemacht zu haben. Aber es ist auch gerade sehr laut hier. Was? Die Tür ist zugenagelt. Och nö. Mann, ist das jetzt dumm hier. Jetzt habe ich keinen Steinspiegel mehr und nichts. Och Mann. Na, schauen wir mal. Okay, ich muss mal ganz kurz was checken. Nee, okay, der Sound müsste passen. Weil bei mir ist es gerade sehr laut auf dem Ohr. Okay, und durch die Tür. Bin mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ich will es eigentlich gar nicht so richtig wissen. Ja, und die Tür ist wieder zugefallen. Okay, schon gut. Jetzt kommt doch bestimmt mal die Broken Neck und dann fange ich sie endgültig ein, hoffe ich. Na, nee. Jetzt verstehe ich, die Seile haben nicht funktioniert und deswegen ist das Höllentor aufgegangen. Und alle starben. Und das sind jetzt die Geister, die da noch umherschwirren, weil die Geister nicht mehr in die Hölle kommen oder beziehungsweise in die Geisterwelt. Oh Gott, sind echt alle tot hier. Ach du schönes Ding. Wie viele Leichen. Ja, jetzt ergibt das auch einen Sinn. Du Mistkerl da. Der ist dann verrückt geworden und alle umgebracht. Okay, ja. Gut. Oh, ich muss mal ganz kurz. Es klingelt. So. Ja, Entschuldigung, es hat gerade geklingelt. Es ist noch früh am Abend, sage ich mal. Also es ist nicht mitten in der Nacht, wie ich sonst immer aufnehme. Da mir die Zeit eben fehlt dazu. Aber ja, okay. Was ist denn? Kann ich dir was... Gut, da kann ich was machen. Mafuyu? Mafuyu! Oh Gott. Miku. Er sieht mich. Okay, wow. Nein, 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 nein. Hallo? Warum kann ich nicht... Kann ich nicht zielen? Was ist denn los?
Hallo? So, okay. Ja, sorry, das Spiel buggt mal wieder ziemlich rum. Also für Kiria nehme ich auf jeden Fall den 90er-Film. Ich hoffe mal, das geht irgendwie. Weil es hängt sich gerne auf, wenn ich sie anvisiere, das Spiel. Na, wo ist sie jetzt? Da. So, Peng. So, ich mache leider... Ich muss jetzt nach jedem Schuss ein Safe-State machen, weil ich keine Lust habe, das immer wieder zu machen. Sorry deswegen. Weil das Spiel, wie gesagt, hängt sich einfach auf, wenn ich sie ab und zu anvisiere. Nein, jetzt ist es verschwunden. Komm her. Oh yeah, der hat gesessen, der Schuss. Sorry, wieder kurz ein Safe-State, weil wie gesagt, das hat sich hier schon 5-6 Mal aufgehangen. Und ich habe keine Lust, dass es das andauernd wieder tut. Ja, so wie jetzt. So, ja, da hat es eben mal wieder aufgehängt. Das kenne ich jetzt leider schon zur Genüge. Ist mir schon sehr oft jetzt passiert leider. Aber es geht nicht anders. Ja, jetzt geht's wieder. Wow. Na komm, Kiria, wo bist du? Wow, jetzt ist er hinter mir. Irgendwo da. Na komm. Hab ich dich. Ich bleibe jetzt einfach im Zielmodus, dann stürzt es nämlich nicht mehr ab. Hoffe ich doch. Na, wo bist du da? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 Kiria. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt bebt's wieder alles. Nein. Jetzt ist er da. Ah, nicht erwischt. Nein. Geh doch weg. Jetzt bebt wieder alles. Das ist, glaube ich, sie, oder? Die das macht. Nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Da ist er wieder. Nein. Hab ich sie? Ja, ich hab sie erwischt. Ich hab sie erwischt. Ich hab sie erwischt. Oh Gott. War's das jetzt, oder? Die Kamera. Sie ist kaputt? Ach, da war ein Spiegelstück drin. It's the last piece of the mirror. Okay, muss nochmal ganz kurz Pause. Ausgerechnet im Finale wird man an jeder Ecke gestört. Okay, schnell weiter. Wo war die Kamera? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera, verdammt? Irgendwo muss es doch blinken. Wo ist sie denn? Nein, bleib weg, bleib weg! Kiria, bleib weg! Oh. Oh. Nee, 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 Moment. Wo war die Kamera jetzt? Hier nicht, oder? Da komme ich ja her. Oh Gott. Da blinkt, da blinkt, da blinkt. Nein. Ah, Spiegelstück. Heiliger Spiegel. Eine starke spirituelle Kraft schirmt vom Spiegel her. Ich muss ihn benutzen, um das Tor zu verschließen. Ja, wo denn? Am Tor oder was? Nee, hier. Hier. Oh. Okay. Oh. Kiriel? Mafuyu, thank goodness. Don't forget your duty.
my duty is to keep this gate closed. Ist der verrückt? Okay. Miku. The whole time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the Rope Shrine Maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Look, their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other... Okay, der letzte Satz war jetzt irgendwie etwas abgehackt, aber sie sagte zumindest noch, dass sie seit diesem Tag keine Geister mehr gesehen hat. Ja. Okay, Leute, das war wohl Project Zero. Ich hoffe, ihr konntet aushalten, trotz der ganzen Bugs und Lags und Grafikfehler, die ich hatte. Tut mir sehr leid. Mir hat das Spielerlebnis leider auch ein wenig getrübt, aber an sich fand ich es eigentlich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe diesen Part jetzt wieder... viel überzogen von der Zeit, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Naja, es ist ja der letzte. Okay, dann freue ich mich schon auf den zweiten Teil. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich bin der Bru. Haut's rein.